seht ihr gleich wieder einen schönen Breakout mit der Cam von den von Welpen. So, los geht's. Die 10 läuft. Gleich kommt die Hupe. Welpen besetzen wohl die Corner und den Center, wie es aussieht. Genau, ist auch. Jawohl. Mad Dogs im T-Pack 2, rechten Corner Center. So, okay. T-Pack bei den Wölfen, bei den Mad Dogs. Im Center sich befindet, da ist der erste Raum. Spiel auf Los Canales Seite. So, jetzt geht der rechte Corner von den Welpen vor in die Snake, kommt in den Tempel an und rasiert jetzt den Center von Los Canales weg. Genau. Nur noch T-Pack 2. So, alle drei live von Los Canales. Ihr seht es schön, wie die Snake gerade besetzt ist. Center von Mad Dogs geht vor in die Cam. T-Pack 2 geht vor auf T-Pack 3. Und jetzt hat der Los Canales Kollege das war's. Die Kugel gefallen. So, das war's. 3-0 für die Mad Dogs. Ja, wir haben aber noch nicht gepeilt. Nein. Ich denke, ist drin. Die Snake hat's noch gecashed. Oh. Haben sie natürlich nicht mitgezählt. Naja, haben ja noch ein Sekündchen Zeit. Ja, ging ja relativ flott. Nächstes Spiel, Awesome Sunshine Players gegen Team Legendary. Ja, lass er erstmal weiter. Anseile! Der hat einen Blöder hier oben. Ja, Tobi, dann brüll mal deine Nachbarschaft zusammen. Ja, jetzt wird aber die Zeit doch ein bisschen knapp, ne? Ja, jetzt wird er langsam ein bisschen sich bewegen. Ja, jetzt hat er es mitgekriegt, jetzt muss er aber mal langsam flinke Füße machen. Ja, ja, jetzt sportet er, sportet, ist ein schwierig. Mhm. Aber gut, das kann ja jedem passieren, ne? Guten Morgen, Donner, du auch wieder da. Donner Felice? Ja, Donner Felice. Oh, die Cam, Feldcam geht mit Stativ auf den Checkbereich. Ja. So, er wird safe gecallt. Aber ich muss sagen, dafür, dass es geregnet hat, sind es angenehme Temperaturen. Also auf alle Fälle. Handycheck, was sagt's? Schauen wir mal. So, der zweite ist auch safe, so wie es ausschaut. Demzufolge gewinnen die Mad Dogs. Aktuell 16 Grad haben wir hier. Jawohl. 2-0 Mad Dogs gegen Los Canales. Genau. Nächstes Spiel, Awesome Sunshine Players gegen Team Legendary. Ich werde mir jetzt noch hier einen schön supporteten Kaffee von dem jungen Mann Carsten von Paint Off einlöten, der mir eine komplette Kanne hier hingestellt hat. Die aber jetzt auch schon langsam zu Neige geht. Das ist mittlerweile die dritte Tasse davon. Und ich glaube mittlerweile auch so irgendwie, warte mal, zu Hause einen auf dem Weg einen zweiten. Ich glaube, das ist mittlerweile mein sechster Kaffee innerhalb von 4 Stunden. Ne, 5. So, Awesome Sunshine Players und Team Legendary sind schon mal in der Pit, machen sich bereit, dass auch Feld können. So. Also Leute, tippt, sagt uns, wer heute den Sieg holen wird von dem heutigen Spieltag. Man könnte eigentlich auch schon fast sagen, den Gesamtsieger der BZL 2012. Gut, dass der Spielplan nicht ja drauf hat, Alter. Ich hab einen Hänger gehabt, Alter. Da sehen wir jetzt unten gerade den Marshall von den Bad Fingers hier unten, ja. Brain AFK vom Feinsten. Okay, Donner, man sieht das. Denkt dran, bitte an die E-Mail-Adresse nochmal mitschreiben. Donner. Martin! IB. Von so, hier der Tipp sieht IB deine Platte ist viel weg. Besser aus. Ja, IB ist auch dabei, nur Donner hat ihn gerade schon getippt. Sibo, von daher muss was anderes tippen. Nee, aber ist krass, dass ich so ein Brain AFK habe, dass ich nicht mal weiß, welches Jahr es ist. Ja, das ist. Also ich wollte gerade eben schon brüllen 2011. Oh, oh, oh. Die Mailadresse, jetzt müsste ich nochmal nachschauen, weil wenn ich jetzt schon so ein Brain AFK habe. Was denn? Die Smoking Balls Adresse. Smokingballs.tv. Nein, die Mailadresse, wo sie das so hinschicken können. Gute Frage. Die hatten wir ja, Homepage. Da müsste ich mich nochmal kurz an Thomas wenden. Thomas, Mailadresse nochmal bitte kurz in den Chat reinschreiben. So, 10 Seconds.
Oh, Awesome Sunshine Players, nur mit einem Zwei-Mann-Start. Mit Zwei-Mann-Start. Oh. Entweder da fehlt einer, der hat auch noch Gun-Probleme. Oh, 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 da geht's los. Oh, oh. Der Center-Player geht gar nicht, da geht die Gun nicht. Eigentlich muss da gepusht werden. Ja, wird gezogen, weil nicht Lauf an der Base. Oh, 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 oh. Genau. Böse, böse, böse. Center-Player nur noch mit einem Spieler live. Oh, fuck. So, Legendary, der erste raus. Er schießt den ersten raus. Erster sind Tippy. Awesome Sunshine Player hat gezippt. Okay, so, über das Mini-Elm, ab in die Snake. Und nachgesetzt, breit gemacht das Feld auf Tippy 1. Immer noch Maya 1 von dem letzten Sunshine Player. Wir werden dann nachher mal nachfragen, ob die heute nur zu zweit sind oder ob es ein Gun-Problem war. Dass sie nicht mehr geschafft haben, den dritten Mann zu stellen. Legendary bewegt sich in der Snake. So, jetzt so. Wird rüber gerutscht, Tippy 1. Ja, T-Pack 2. Und jetzt ist das auch er raus. So, Pflaume. Pflaume wird notiert auf Paint Off. So, Legendary zieht den Punkt. Aber ist ja noch Zeit. Thomas, würdest du mir bitte nochmal die Mailadresse oder bestätigen? Das war doch team@smokingballs.de, oder? Für die Gewinnspielsache. Okay. Ja, wir machen es einfach so, sagt uns das über den Chat, wir notieren das so, ich habe die beiden, wir haben die Tippsets. So, der erste Spieler wird safe gecallt. So. Und der zweite Player auch. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, also IB und Paint Off ist weg. 2-0. Höre. Die E-Mail team@smokingballs.de. Dahin den Tipp mit eurem Chat-Nick und einen richtigen Namen plus Tipp halt und dann wird das ebenfalls nochmal gesehen. Pflaume ist refft heute Team Bad Fingers. Alter Cosmo. So, Smoking Balls in Colores. Kannst nicht alles haben, ja? Die geben uns ja Mühe. Aber es wird auch noch bestimmt was kommen. Was denn? So, ne, Punkteanzeige. So, Smoking Balls von links gegen in Colores. So, Legendary hatte das mit 2 geholt, ne? Genau. Gut. Ey, Frosty. Moin, Mike. Jetzt ist die Frage, Mike, der Mike oder normaler Mike? Marcus Septon ist mit. Incolores bringt ein No-Show. Ja, ich will es doch frösten. Also Leute, tippen, tippen, tippen. Wir haben mittlerweile 35 Zuschauer. Ja, ist DPL Cosmo. Bezirksliga Ost, 3 Mann. Also es scheint hier jeden Morgen noch. Oh, Incolores, Incolores, nicht bereit gewesen, hat noch in der Pit gehangen, haben dadurch einen Tactical genommen. Rennen jetzt schnell aufs Feld, müssen noch Luft holen. Oh, 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 das ist. Oh, nur noch 30 Sekunden für Incolores, wenn sie jetzt mal. Oh, 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 oh. Das wird eng. Böser Start. Böser, böser Start für Incolores heute. Ganz, ganz böse. Jetzt rennen, rennt, 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 rennt. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh, es sind vielleicht nur noch 10 Sekunden. Schon mal gut ab jetzt. Das ist natürlich ein böser Start. Mal gucken, was sie draus machen. So, oh, jetzt bin ich mal gespannt. So, und los geht's. Smoking Balls besetzen sofort das Maya 2 vor der Snake. T-Pack 1. Ja, Maya ist raus bei Smoking Balls. Center nur noch T-Pack 2. T-Pack 2, T-Pack 2 auch von Incolores besetzt. Ja, Incolores noch zu dritt. Zwei sind hier gebettet. T-Pack 2 geht jetzt auf T-Pack 3. Hat dann geht der nächste. Nur noch der Center von Smoking Balls. So, Incolores drückt natürlich über die T-Pack-Seite. Jetzt kommt der Run. Zeit, wie von den Rauscalls.
spätestens jetzt hat er schon. Nein, er bremst, nein, er muss erstmal noch potten. Jetzt ist er aber raus. Jetzt ist Madame raus. Also dafür, dass die Jungs so bescheiden knapp noch aufs Feld gekommen sind, haben sie das Ding noch richtig gut runtergespielt. Man muss sagen. Wie viel? 12 Sekunden? Oh, und Deathman's Talk noch dazu. Auch noch dazu. Geil, von den eigenen Leuten noch umgeschossen. Ach, herrlich. Leute, ein bisschen, die sind halt, glaube ich, noch ein bisschen aber, Colorious. Man muss sagen, die Jungs haben im letzten Winter angefangen bei der Winter-DPL, trainieren wie die Schweine, ackern. Und muss man schon sagen, die haben bis jetzt die BZL richtig krass gerockt. Ja. Die haben einen Zufluss von Leuten, machen ohne Ende. Ja, Tobi ist notiert, Maddox. Also das Spiel geht auf alle Fälle für den Colorians also die haben auf alle Fälle das Spiel gezogen, das steht schon mal fest. Man mit sieht ja auch sehr viele. Auf alle Fälle, mit zwei, genau. Ja. Also ein 2-0 Sieg für den Colorians. Da kam der Hadi noch dazu. Ja. So, bis jetzt sind alle Spiele zu zweit ausgegangen. Genau. So, erste, nächstes, ne? Spiel. Ja. Nächstes Spiel, Farbe vor Talent gegen die Wölfe 2 aus Cottbus. Ja, genau. Der Cottbusser Postkutscher putzt ihn. Ach nee, weil er Potsdamer war. Oh, Micha, lass es sein. Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutscher. Natürlich, gehört dazu. So. Bitte was? Achso. Das ist total scheiße, wenn ich so ein Ding nicht habe. Du aber, das ist total schwul. Tja, ich hab meinen in mir, du nicht. So, Farbe vor Talent von links, Cottbus Wölfe 2 von rechts. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, stellt sie uns, wir wollen sie euch beantworten. Wer hat Futterneid? Wer hat Hunger? Ich hab Hunger, ich brauche was zu essen. So. So, die 10 läuft. Vor Talent, einen weiten Start. Cottbusser Wölfe Center. Im Center und ein Runner. So. Auf die Tippi-Seite. Bei Farbe vor Talent nach dem Snake-Corner-Run aus. Jawohl. Ein Tippi 2 gestartet. Jawohl, rechten Corner gesetzt. Und alles wird wieder rein. Farbe vor Talent, T-Pack 1 gesetzt und den Center. Und da hat's Klatsch gemacht bei Farbe vor Talent. Den rechten Corner hat's genascht. Da wurde der Hopper markiert. Cottbusser Wölfe. So, Center noch von Farbe vor Talent und T-Pack 1. Alle drei bei den linken Cottbusser Wölfen. Live, jetzt der Center-Spieler von Farbe vor Talent in den rechten Corner geswitcht. Immer noch T-Pack 1. Aber Probleme. So, T-Pack 1, Farbe vor Talent, spielt die Line runter. Aber auch mit. Raus. Und da hat es den Farbe vor Talent Corner erwischt. Mit einem Hit am Lauf. So, jetzt 3. Ja, und da hat es ihn erwischt. Der will es aber nicht wirklich wahrhaben, der Jung von Farbe vor Talent, obwohl es ihm voll auf der Maske eingerastet ist, das Ding. Halt, ich bin out, wo denn? Klingelt auch so schön in der Maske. Von den zwei Bälle? No. Direkt auf die Maske. Achso, übrigens, kann es sein, dass die i4, die ersten Modelle, vorne ein bisschen härter waren? Weil ich habe meine neue jetzt mal gestern in der Hand gehabt. Da vorne, das ist richtig soft jetzt. Okay. Das ist richtig Weichgummi irgendwie. Wo hast du die denn gekauft? Bei Paint Supply habe ich die bekommen. Bei Paint Supply, ja? Oh, hier wollen wir ein noch mal kleiner Applaus für mich, ja? An dieser Stelle wollen wir nochmal den Sponsor, ja, des heutigen Tages hier und eigentlich jeden Spieltages nochmal erwähnen. Das ist die Firma Paint Supply in der Bonhoeffer Straße. Wusstest du eigentlich, dass wir heute mit dem Livestream Geburtstag haben? Der wird heute 1. Echt, ja? Ja. Nein. Übrigens, dazu muss ich euch sagen, in dem Jahr hat es Micha geschafft, endlich trocken zu werden und keine Windel mehr zu tragen. Die trägt er nur noch nachts im Bett und den Schnuller ist er mittlerweile auch los. Genau, und der Rest, alles was dann teilweise daneben geht, überprüft Mutti. Genau, die kommt dann immer noch zum Abwischen. Ja, schwierig. Er brüllt dann wie Cartman so, Mama, wischen! So, die Wölfe haben jetzt übrigens mit wie viel gewonnen? Mit 3. Mit 3. Mit 3 plus.
So, 8 Balls von links gegen Cottbus auf 1. Natürlich. Genau. So, und ja. Werden nochmal gecheckt, die Wölfe. 1. 8 Balls stehen schon am Break. Nein, sie werden gescheckt von dem Marshall mit der Platte.